Ich hätte zu gerne noch mit dir voll lange über Serien aber geredet. Aber ich kann persischen Reis machen, Digga. Persischen Reis, was natürlich macht diesen, nein, du weißt, diese geile mit Herbs und den du dann umkippst und mit der angebrannten Kruste, weißt du? Siehst du, du kennst beste den. Beste Reis du auf der Welt. Den. Beste. Aufwendig, aber geil. Ich war mal bei einer Kochshow. Dann habe ich den Reis so gemacht. Ja. Dann hat der Jury-Typ gesagt, ist angebrannt. Ah. Ja, wirklich. Du hast keine Ahnung. Du meinte, er ist nicht gut geworden. So. Ich so, ach, okay, ich hab extra das Gerät mitgebracht. Ja, klar. So, den Kocher. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruth. Das ist eine neue Folge von Ruth's World. Freunde, das ist der zweite Teil vom Gespräch mit Moritz Bleibtreu. Genau. Ich habe mich ja mit ihm getroffen. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, ist auf meinem Channel. Ist ein wirklich sehr interessantes Gespräch geworden. Hier im zweiten Teil reden wir nochmal über verschiedene Rollen, die er in seiner Karriere gespielt hat. Zum Beispiel die Rolle des Arafat im Bushido-Streifen, wie er dazu gekommen ist. Er gibt ein bisschen aus dem Nähkästchen ein paar Infos. Dann haben wir über eine Entwicklung des Films, seine Lieblingsfilme und eine Menge mehr. Freunde, ganz ehrlich, ist ein cooles Gespräch geworden. Ich will euch nicht zu viel vorwegnehmen. Daher sage ich, ich halte das Intro kurz. Wir steigen ein und sehen uns am Ende der Sendung noch einmal wieder. Ein Film von mittlerweile, weiß ich nicht, wie vielen, die ich gemacht habe, weißt du so. Und das ist eine Geschichte, die erzählt wird, eine starke Geschichte. Und darüber hinaus der erste deutsche Rap-Film, den es überhaupt wirklich gab. Also in seiner Anlage wirklich, ja, wo es wirklich, ja, um Rap ging. Ja. Und wenn du mir als Hip-Hop-Kind der ersten Stunde wirklich erzählt hättest, dass es irgendwann mal einen Kanacken gibt, weißt du, der mit Rap-Musik so groß wird, ja, in Deutschland, auf Deutsch. Ich hätte dir vor, weißt du, zu Curtis Blow-Zeiten hätte ich dir einen Vogel gezeigt. Und auch zu den Anfangszeiten von, selbst von Rödelheim-Hartrein-Projekt oder so, weißt du? Was für mich das allererste Mal so eine Form von Rap war, wo ich gesagt habe, oh, das klingt ja fast wie Rap, so, weißt du? Ja, ja, klar. So fast wie Rap. Das fand ich schon ganz gut, dieses allererste Album. Ja, das mochte ich gerne. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt deutschen Rap so, wo ich gesagt habe, aha, sind wir jetzt einen Schritt weitergegangen, so? Das könnte ja glatt mal, weißt du? Ja. Vorher fiel mir das schwer einzusteigen. Ich habe immer eine große Sympathie für alle Rapper und für alle gehabt, die Rap gemacht haben in Deutschland. Es ist ja immer ein Unterschied, ob man eine Sympathie hat, ja, oder ob man das auch selber pumpt, so, ob man das selber hört. Ne? Und irgendwie war ich da zu beeinflusst von dem ganzen Ami-Shit. Von Ami-Shit, ne? Ja, und habe immer die Parallelen gesehen und versucht zu sehen. Dann siehst du halt, ah, das ist der Rhyme-Pattern, der klingt ein bisschen wie Tupac, der klingt ein bisschen wie... Ja. So, weißt du, ach, das ist Tribe Called Quest-mäßig, ah, das ist so, weißt du? Mhm. Und das war mir immer, da hat mir diese Identität einfach gefehlt, wo ich gesagt habe, so, das ist, ich glaube, jedes Wort, was der sagt, weißt du, was ich meine? Das kommt von einem ganz besonderen Ort, das Soundbild ist ein besonderes, ja, also dass ich sage, es hat wirklich eine, das hat lange gedauert, bis Rap da angekommen ist, wo er jetzt steht, ne? Aber ich habe genau wie über den Film, ich sehe das immer als Entertainment, ey, mich interessiert da nicht, ob was wirklich da, ich stecke da doch gar nicht drin. Und die waren zu mir alle sehr nett. Also Ari war zu mir immer sehr, sehr, sehr nett, sehr, sehr, sehr freundlich. Seine Brüder alle. Also ich habe ja viele von den Jungs kennengelernt und die waren zu mir sehr, sehr höflich, sehr nett, sehr intelligent. Besteht also, noch Kontakt eigentlich so? Wir haben uns lange nicht gehört, aber zu Ennis habe ich immer wieder, wir schreiben hin und wieder mal und so, weißt du? Okay, krass. Wie kam das eigentlich, dass du die Rolle bekommen hast? Musstest du dafür, haben die... Gibst du so eine Geschichte, wo man sagt, ey, es hätte eigentlich der spielen sollen? Dann kennst du diese? Ja, die gibt's, aber die gibt's in dem Fall nicht. Also die gibt's diese Geschichten, aber in dem Fall nicht. Ich glaube, das war schon auch Bernd geschuldet. Bernd wollte das, glaube ich, gerne. Und ich glaube, die Jungs hatten damit kein Problem. So. Okay. Aber wie das ganz genau gelaufen ist. Also guck mal, es war ja auch Bernd Eichingers letzter Film. Letzter eigenproduzierter Film. Mhm. Mhm. Darf ich dir was dazu sagen zu dem Film? Gerne. Nachdem ich viel später, nach diesem Film, Arafat kennengelernt habe und ihn interviewt habe und ihn auch jetzt kenne, auch natürlich durch ganze diese Bushido-Geschichte und Hip-Hop und so, jetzt verstehe ich, warum du denn gespielt hast. Aber vorher dachte ich, weil ich Arafat nicht kannte und nur die Geschichten kannte und nur Bushido kannte, dachte ich so, ah, warum Moritz, er ist viel zu jung, dachte ich. Hast du das schon mal jemals gehört oder warum? Also weißt du, was ich meine? Ich dachte, es müsste ein älterer... Ja, das habe ich spielen, das so. Ist, ja, das ist mir, weil ich habe mir falsch vorgestellt, weißt du? Ja, das A ist das ja bei jedem anders sowieso, die Vorstellung, die man so hat und ob das dann einholt oder nicht. Aber grundsätzlich ist das so, dass ich sehe ja nun nicht aus wie, der weiß ja nicht, der grimmigste Massenmörder oder so. Ja. Ne? Nee, ich glaube, was Bernd da vor allem wichtig war, ist, und du kennst Ari, ja, ist, dass das eine Person mit einer gewissen Intelligenz sein muss,
der sich nicht darüber definiert, dass er Leute physisch einschüchtert, weißt du, rumrennt und grimmig guckt und alle laufen durch die Gegend. Und wenn du Ari kennst, dann weißt du ja, dass das eben auch nicht so ist. Und du weißt halt auch gar nicht, wo der Boy jetzt gerade hergekommen ist und den Tee gebracht hat, aber der steht jetzt halt auf einmal auf deinem Tisch so, weißt du, was ich meine? Du sagst, ach so, okay, und wo kam jetzt der mit der Shisha her? Und wieso haben wir jetzt eine Shisha auf den, ja, sagen doch die Türken so auch, ne? Ja. So, und ich kann nur sagen, bin selbst in der Gegend groß geworden, in der Problemgegend groß geworden, als einziger Deutscher unter ganz, ganz, ganz vielen Ausländern. Mir sind familiäre Strukturen von Zugereisten jeder Kultur, Griechen, Spanier, Italiener, Iraner, alles, sind mir näher als Deutsche. Einfach, weil ich viel mehr Zeit in iranischen, türkischen und griechischen Haushalten verbracht habe, in meiner Kindheit und Jugend, als bei Deutschen. Deswegen sind diese ganzen Dinge, die ja auch für irre viele Missverständnisse sorgen, ne? Also diese ganzen familiären Vernetzungen, wie das funktioniert und so, das ist ja für viele Deutsche auch gerade deswegen so vielleicht sogar angsteinflößend oder komisch, weil sie es nicht kennen und weil auch gerade dieses Grundprinzip Familie, du weißt, was ich meine, was die meisten Südländer generell haben, wo es überhaupt nicht um Religion geht, sondern um Tradition, was überhaupt auch in der heutigen Diskussion ein Riesenteil ist, über den nie gesprochen wird. Alle reden über Religion und diese ganze Scheiße hat mit Religion nichts zu tun, sondern einzig ist es Tradition. Und die Tradition, du weißt das selber, ändert sich von Dorf zu Dorf. Natürlich. Es gibt, ich habe in Tadschikistan, in Usbekistan, habe ich Orte erlebt, wo die wirklich in diesem Dorf ganz anders ticken als in diesem Dorf. Und die haben ihre Tradition und die haben ihre Tradition. Das hat aber mit der Religion eigentlich überhaupt nichts zu tun. Die berufen sich dann auf Religion und all diesen Quatsch, hat damit aber nichts zu tun. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Und ich glaube, da deswegen, wenn du, wie bei allem im Leben, wenn man sich Sachen nähert, dann wird man sie immer auch viel eher verstehen. Mhm. Und das ist eben für mich generell wichtig, deswegen gehe ich auch niemandem auch so zu, weißt du, was ich meine? Ich kenne das selber, ich habe viele Freunde, über die wird alles Mögliche erzählt. Und trotzdem weiß ich, wie die sind und begegne denen erstmal, weißt du? Und das ist ja, glaube ich, das Grundproblem, was viele haben, dass sie einfach nicht mehr fähig sind, ohne Vorbehalt auf Leute hinzuzugehen, sondern erstmal zu sagen, klar habe ich ein Bild von dir. Und das Bild finde ich entweder positiv oder negativ. Aber ich muss dir doch trotzdem die Chance geben, dich vor mir hinzusetzen wie ein Mann und zu sagen, okay, alles klar, ich gucke dir in die Augen, so und so bist du. Und dann gucken wir, ne? Und deswegen war diese ganze Diskussion um, wie ist das und bababa, gab's denn, politisch verwerflich. Klar, die haben mir das schon vorgeworfen, wie kannst du und so und da und Mafia-Clan und dieser ganze Quatsch. So, wo ich sage, das interessiert mich nicht. Ich bin interessiert an guten Geschichten. Aber das ist ja genauso, wie man sagen würde, wie kannst du Andreas Bader spielen? Oder wie kannst du bist doch Schauspieler, du eben, spielst eine Rolle. Ich habe Goebbels gespielt. Was soll ich jetzt? Bin ich jetzt, das ist Quatsch. Dann, das ist vielleicht, weil er noch existiert. Also, weil er noch, kann sein. Vielleicht ist das Ding. Wobei, wie kam das? Hat der Bernd Eichinger dich angerufen und sagte, ey, wir machen einen Rap-Film? Willst du da was machen? Mhm, so hast du gedacht, gleich, weil das wäre ja schon so ein Ding, wo man sagt, okay, das ist ein populärer Film. Ne? Ja, das war mir auch nach klar. Nach seiner Definition. Das war mir auch klar. Mir ging es vor allem, also damals ging es mir vor allem wirklich eigentlich um die Tatsache, der Film ist wirklich meiner Liebe zu Rap geschuldet. So. Ich habe gedacht, guck mal, das ist der erste deutsche Film, große deutsche Kinofilm, der sich traut, wie ich es gesagt habe, eine Geschichte von einem Rapper zu erzählen, einem Jungen, der aus Berlin von ganz unten kommt und es schafft mit dieser Kunst, die das ist, was die Leute immer noch nicht geschnallt haben in Deutschland, leider, zum Millionär zu werden und eine ganze Generation mit zu beeinflussen. Und weil mir auch bis dato die Diskussion immer auf den Sack gegangen ist, dieses ständige, ist das Kunst, ist das nicht ja, Kunst, und meinen die das ernst oder meinen sie es nicht ernst, wenn er jetzt sagt, er schießt Löcher in irgendjemanden, wo man sagt, Leute, das ist Metapher, das ist ein Teil der Kunstform, es hat nichts zu tun, das ist wie Spielregeln. Ja, wie Boxen. Diese Diskussion, die fand ich immer so überflüssig, weil sie einfach, wenn man Rap einmal verstanden hat und wie ich seit wirklich langer Zeit, ist das so, Leute kommen. Und das Rap ist in Deutschland noch viel zu jung. Also Straßenrap, harte Rap ist noch in Deutschland zu jung, um das. Das ist das Ding. Die verstehen nicht, dass also Rap ist wie beim Boxen. Also es ist ein Mikrokosmos. Es bedient sich eigener Regeln, eigener Sanktionen und so weiter. Und natürlich sind das Metapher. Ja. So, und das nimmt man halt. Und das war mir wichtig, dass man das einfach mal auf den Tisch legt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es dann schaffen, wieder
daraus wieder wirklich das Ganze dann nur auf dieses eine Thema zu beschränken, wo ich so dachte, Leute, es geht hier um Hip-Hop einfach. Lass das doch einfach mal so stehen. Ne? Aber das ist in Deutschland irgendwie nach wie vor schwierig. Und wie du sagst, so richtig kapiert, zumindest das Feuilleton, so richtig kapiert haben sie es immer noch nicht. Was echt, also spätestens seit Haftbefehl oder so, oder auch Kollega, also echt über, also ja, aber ich overdue schon jetzt, es, weißt du, wo man so sagt, Leute, also ob man das jetzt mag oder nicht, aber der simple Umgang mit der Sprache als solches sollte euch jetzt mittlerweile Respekt abbringen. Und da komme ich natürlich auch ins Spiel, weil ich bin ein Schauspieler, mein Beruf ist Sprache. So, weißt du, und deswegen habe ich auch nie verstanden, weswegen das Feuilleton nicht schnallt, wie wichtig das ist und wie geil das auch ist, was schon... Weißt du, Samy Deluxe und ich weiß nicht, was gemacht haben. Einfach, weil sich Kanacken mit deutscher Sprache auseinandersetzen. Ja. Und nur weil dann Savasch sagt, lutsch meinen Schwanz, alle sagen, oh mein Gott, was hat der gesagt? Und man sagt, ja, die Sache ist ja so. Und dann reden die über Integration und sagen dir, oh, das ist alles schiefgegangen. Wo du sagst, was kann denn noch mehr, wie besser kann es denn sein, als dass der Ausländer in deiner Sprache sich künstlerisch ausdrückt? Ja. Das ist doch toll, feiert das. Der meint das nicht ernst, glaub mir. Weißt du so? Also, absolut. Und wenn Gangster, dann musst du dich auch entscheiden. Ne? Irgendwann, vielleicht warst du ein Gangster und wirst ein Rapper, dann bist du aber ab dann auch nur noch Rapper. Ja. So richtig beides machen ist schwierig. Das ist ja schwierig, ja klar. So. Nee, ich finde das ja auch ungemeiner Integrationsmotor, Hip-Hop an sich. Absolut. Das wird halt mega unterstützt und leider auch gar nicht gefördert in Deutschland. Also schon so hier homöopathisch in Jugendhäusern, aber nicht finanziell richtig. Es wird vor allem nicht als eine Kunstform begriffen. Ja, es wird total immer, wenn man es begreift auf einem sozialen Level, dann ist es immer dieses, oh, der arme Schwarzkopf muss ja auch mal was zu essen haben. Und jetzt lassen wir ihn doch mal in einer Jugendstelle ein bisschen Rappen üben. Wir haben da einen Lehrer, der kommt aus Köln und der kann dir was zeigen. Und dann macht dir auch mal einen Doppelreim. Weißt du, so, wo du sagst, darum geht's doch gar nicht. Es geht nicht darum, dass Hip-Hop ein, weißt du, so wie beim Boxen, oh ja, es ist ein soziales, nein, es ist eine Kunstform, Mann. Es ist eine Kunstform, die man ernst zu nehmen hat. Und das ist das, was mich gerade an Deutschland halt aufregt, wo man sagt, hallo, ihr seid doch die Dichter und die Denker. Ihr kennt euch doch mit Kunst eigentlich aus. Vor allem, und mit Worten. Auch sagen, apropos Provokation, wenn man zurückgeht in die 60er, 70er Jahre, wie provokant und politisch war der deutsche Film, wie provokant und politisch war die gesamte deutsche Geisteshaltung. Ja. Ja. Das ist doch alles mit dem heutigen gar nicht mehr zu vergleichen. Das war doch damals alles viel schlimmer. Viel krasser, Und sie haben einfach nicht begriffen, dass es eine Kunstform ist. Und das ist nun wirklich jetzt so langsam. Ja, aber echt Zeit, weißt du, es ist die lebendigste Jugendkultur seit dem Rock'n'Roll. Ja. Es gibt nichts Vergleichbares, was es seit dem Rock'n'Roll gegeben hat, was was Jugendkultur so prägt. Du hast die Mucke, du hast die Kunst, du hast die Klamotten, Parkour, Push-Sportarten, du hast es ist irre. Es ist die, ab wann ist Kunst, weißt du? Dominierendste Jugendkultur, die es gibt momentan, ever und spätestens seit dem Rock'n'Roll. Und wie sehr haben die Eltern der Kids Rock'n'Roll gehasst, weißt du, die ihre Kinder dafür gehasst, dass sie diese Musik gehört haben. Weißt du, was ich meine? So, und insofern, das verstehe ich halt, gerade in so einem Land wie Deutschland, was ja eigentlich künstlerisch und intellektuell sehr aufgeschlossen ist, verstehe ich das nicht, dass die das nicht schnallen und immer, dass eben immer reduziert wird auf dieses sozial relevante Niveau. Weißt du, was ich meine? Und wenn Rap dann so ein bisschen so auch über die Probleme spricht, die Welt so hat, dann ist es total cool. Dann finden es auch alle super. Dann findest du auch 20 Förderer. Wenn aber einer sagt, fick dich, lutsch meinen Schwanz so und ich, das ist, weil ich mich so fühle jetzt, leck mich am Arsch und trotzdem aber eine Metapher aufwirft oder einen Reim macht. Oder geile Sachen benutzt. Ne? Und auf dem Takt ist und wo du sagst, das ist einfach, dann ist das provokant und dann meint er das so und dann will er alle umbringen. Ne? Mhm. Und denn da kann ich nur sagen, ihr habt die Kunstform nicht verstanden. Mhm. Weil Rap ist in seiner Natur immer auch aggressiv. Natürlich gibt es Conscious Rap und klar kann man sich auch vielleicht darüber aufregen, dass verschiedene Richtungen. Conscious Rap nicht mehr so eine Rolle spielt im Mainstream, wenn du so willst, im Rap. Ne? Das ist so ein Underdog-Ding geworden. Aber auch das sind Wellen. Also das sind Wellen. Ja. Jetzt haben wir mehr diese Welle. Ja, aber guck dir Kendrick Lamar doch an. Also ich meine, wenn das nicht eine Zurückbewegung zu Conscious ist, dann weiß ich auch nicht, was denn sonst. Das gibt es doch immer und es hat es auch immer gegeben. Ja, und es wird es auch immer wieder geben. Es wird nur einfach echt Zeit, dass es die Leute in Deutschland schneiden. Aber ich glaube, jetzt sind wir so langsam auf einem guten Weg. Zeiten ändern sich jetzt aus der Film, aus der Cineastensicht. Ist ein guter Film? Das ist immer, das muss ich echt definitiv anderen Leuten überlassen, meine Filme zu beurteilen, weißt du? Weil du musst so sehen, es ist immer so, kein Film, den ich mache, wird so, wie ich ihn gerne hätte. Ich bin ein Schauspieler, ich bin ein Glied in der Kette und versuche meine Aufgabe so gut, wie ich gehe, durchzuziehen. Wenn ich anfangen würde, das zu bewerten, wirklich, das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich nach Möglichkeit meine Filme nicht selber gucke, wenn ich nicht muss,
dann komme ich eh in die Bredouille, weil ich bei jedem sagen könnte, das hätte ich so ganz anders gemacht, ja, das hätte ich hier, weißt also, du so. Du siehst dich mehr so als Zahn. Absolut. Aber sag mal nur, jeder, der Schauspieler ist, oder das denke ich immer, vielleicht ist das gar nicht so, aber ich denke mal, wenn jemand 20, 30 Jahre Schauspieler ist und du auch noch aus einer Schauspielfamilie kommst, das heißt schon als Kind das gesehen hast und so, hat doch, muss doch irgendwie die Motivation haben, mal eine eigene Geschichte zu überlegen, die ja, er dann verfilmen will. Also alles machen, hinter der Kamera sein, Regie, Bild sehen. Nicht notwendigerweise, aber der Gedanke liegt natürlich nahe. Und ich werde das sicherlich auch irgendwann mal machen. Aber das braucht dann irgendwie Zeit, weißt du. Und solange dann irgendwie mein Leben als Schauspieler mich nach wie vor ausfüllt, dann ist es halt auch oft so, dass du, dadurch, dass das Leben nicht planbar ist, weil ich ja mein Angebot nicht bestimme, weißt du, immer wieder in eine Situation kommen, wo ich dann sage, ah, jetzt würde ich das vielleicht, jetzt nehme ich mir mal die Zeit, setze mich hin und schreibe. Ja. Aber dann kommt wieder, also, ja, ja, aber dann kommt ja wieder dieses Ding und ja, dann sage ich, das will ich jetzt machen und dann mache ich das. Weißt du, das ist immer so ein bisschen, aber das wird irgendwann kommen. Mhm. Das mache ich irgendwann mal und dann gucke ich es mir auch an. Und dann... Du musst ja, klar, dann ist es was anderes, weil dann bin ja wirklich ich verantwortlich für alles, was da ist. Und dann muss ich diese Frage auch beantworten, weißt du, so. Aber bis dahin nicht wirklich. Bis dahin sind das alles irgendwie meine Babys. Das ist, einer ist besser, der andere ist schlechter, der andere war, der war erfolgreicher, der gar nicht. Wieso, sag mal, wieso ist das so? Du hast das mal selber gesagt, dass du immer in diese Kanak-Rollen kommst, ne? Aber weißt du, was ich witzig finde? Elias Mbarek zum Beispiel, ne? Über Zeiten ändern dich, wollte ich darüber kommen. Hast ja mit ihm, er hat ja Bushido gespielt, den jungen Bushido. Was ich witzig finde, ist, es muss ein Halbtunese aus Österreich kommen, der in Deutschland alle Kanakenrollen spielt. Gibt es in Deutschland nicht genug gute türkische Schauspieler oder meinetwegen ausländische, meinetwegen iranische Schauspieler? Oder wird das einfach nicht gefördert? Oder ist es einfach genauso, wie alle immer sagen, es können gerade mal 10 Schauspieler davon leben? Der Rest, weißt du, was ich meine? Es ist einfach ganz eng, ne? Es hat sehr viel damit zu tun, hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass die Schauspielerei ja schon irgendwie so ein elitäres Ding auch irgendwie ist, weißt du? Also wo du, wenn du jetzt über den, ich sag jetzt mal, normalen Kanaken von der Straße redest, dass der mit 12,5 oder 13 so weit ist, dass er sagt, ich will ein Schauspieler werden, weißt du? Ja. Das ist natürlich irre schwer. Das sind die meisten wirklich Geilen, die ich kenne, sind alles Quereinsteiger. Die sind alle irgendwie mal gekommen und wir haben dann mal so einen Jungen von der Straße gespielt, dann hat er das gut gemacht, dann hat ein Caster das bemerkt, hat gesagt, ah, der ist ganz gut. Ja. Aber ich sag mal so ausgebildete, alleine nur ausgebildete Schwarzköpfe gibt es ja schon mal sehr wenige. Das hatte ich aber von Gerücht. Und wenn, ist es halt auch oft so, ja, aber das, nein, nein, in der Schauspielerei meine ich jetzt. Ach so, ja, okay. Als Schauspieler, nein, wir reden über Schauspielschule. Wir reden über Schauspielschule. Und wenn, dann wäre das auch so sicherlich, dass dann, wie soll man sagen, innerhalb der Ausbildung sich auch vieles für den ändern würde. Also das ist ja, deswegen nimmt man ja ganz oft auch Jungs von der Straße, eben weil der Beruf schon irgendwo ein elitärer ist und die wenigsten Leute, die nicht einen intellektuellen Zugang irgendwie dazu gehabt aber haben in ihrer Jugend, das finde ich so schwierig. Komm dahin, weißt du? Das finde ich so schwer und in Deutschland wird das halt so. Oder sie denken, oh, ich mache das und dann gehen sie bei League Talk und nach, ja, ich bin Schauspieler, weißt du? Ja. Damit jetzt nicht. Hey, übersatt, Alter. Ich bin jetzt bei Berlin Tag und Nacht, Alter. Cool. Auch das soll, ich mach Money. Alle machen, finde ich okay. Ja, aber weißt du, es hat nur mit Schauspielerei nichts zu tun. Ja, das ist ja klar. Sollte man sich klar sagen. Aber weißt du, das finde ich so schwer, dass Schauspielerei so ein elitäres Ding ist, weil ganz ehrlich, auch wenn ich den Beruf sehr respektiere, ich bin ja Fan ohne Ende. Ich gucke mir das alles an, ich gucke mir die Kritiken an. Wie ein Freak, nach jedem Film gucke ich Wikipedia durch, verliere mich 2 Stunden drin und so. Aber ich finde, also zum Beispiel in Amerika, da habe ich mal gelesen, dass die ganze Datenbanken haben von Gangs abfotografiert und so, immer wenn sie so geile Szenen machen, wo Gangmember sind. Und daher kommt ja auch Machete, hier dieser Kollege Danny Trejo. Auch Ex-Gangster, echter Gangster und so, hat in diesem Knast gesessen, wo Metallica ein Video gedreht hat. Ich habe vergessen, San Quentin. Mhm. Tatsächlich, und so, also ein echter Typ und du siehst ja in seinem Gesicht, er muss kein geiler Schauspieler sein. Du siehst sein Gesicht, sprich Bände. Mhm. Und die Amis, die schaffen es immer wieder, irgendeinen Typ zu holen, dessen Gesicht Bände spricht, absolut. Weißt du so? Deshalb, warum haben wir das nicht weil, so? Weil bei uns der Film nach wie vor geprägt ist vom, wenn du so willst, vom sehr Theater kunstlastigen, oder? Ja, auch vom sehr Ding, kunstlastigen, ja. Auch nicht nur Theater, sondern dem Autorenfilm der 70er, 80er Jahre, ja. Fassbinder, Schlöndorff, ja.
Wenders. Und das war eine relativ elitäre Veranstaltung. Ja, genau, da haben, das, das ist wie bei Hip-Hop. Es gab kein Mainstream-Kino als solch. Genau. Das liegt auch daran, dass es eine Kultursubvention, ja. Die gibt es ja nach wie vor. Ja, und mittlerweile ist die ja wirtschaftlich orientiert. Das funktioniert also ein bisschen anders. Aber damals war das reine Kultursubvention. Heißt, das Geld war weg. Wenn dann Herr Fassbinder gesagt hat, er macht diesen Film, der musste sich nicht darum kümmern, ob da Leute reingehen oder nicht. Das hat niemand interessiert. Das Geld war weg und alles war gut. Und das ist sozusagen immer noch, also das sind immer noch so viele Leute in den hohen Positionen sind immer noch ganz stark geprägt von dieser Zeit. Ja. Das ist in der Schauspielschule ähnlich. Mhm. Weil viele Leute, die heute auf Schauspielschulen gehen, die wollen ja gar nicht mehr Theater spielen. Gleichzeitig bilden die staatlichen Schauspielschulen. Erstmal wollen die Fame sein, so. Ja, das ist ja klar. Und die bilden ja eigentlich Theaterschauspieler aus, diese Schauspielschulen. Ja, das macht also gar keinen Sinn. Aber du weißt ja selber, du weißt, dass ja Theater ist was ganz anderes als Film. Es ist was völlig anderes. Auch vom Ausdruck. Du musst alles dramatisieren, du musst es noch krasser darstellen, weil der Klakör in der ersten Reihe, der braucht den Trigger. So. Nein, aber du musst vor allem erstmal hoch mit deiner Stimme in den dritten Rang. Ja, ganz genau. Weißt ganz du, da gibt es einige Sachen. Und es gibt wenige, die beides gut können. Ich kenne Leute, die sind ganz toll auf Bühnen und im Film funktioniert das nicht ganz so gut und andersrum genauso. Dann werden die Synchronsprecher. Nur ganz wenige können wirklich beides. Ja, ne? Ja. Aber die Ambitionen haben halt nur noch ganz wenige. Wer kann wirklich beides? Sag mal einen Namen, ein, zwei Namen aus Deutschland. Lars Eidinger, Alexander Fehling, Nina Hoss, Birgit Minichmayr, ich tue jetzt ganz vielen Unrecht, die ich vergesse, August Diehl. Ich wollte nur mal für mich wissen, damit ich mir nachher google ich das mal. Also ich will mir ein paar... Es gibt eine ganze Menge. Interessiert mich für das. Ja, es gibt eine ganze Menge. Aber ich finde das, weißt du was, Bud Spencer kennst du. Ja, Bud Spencer weißt du, wie er zum Film gespielt hat? Ja, aber weißt du, Schwimmer, Dicker. Ja, weißt du, wie er zum Film gekommen ist? Hingeschwommen wahrscheinlich, ja. Die haben angerufen und dann sagte seine Frau, ey, hier ist so einer am Telefon, der fragt, ob du immer noch so fett bist wie früher. Dann sagte er so, ja. Sagte er, ja mal, wir brauchen dich für so eine Rolle. Dann sagte er, ich bin da hingegangen und habe mir das angeguckt und dann haben die gesagt, so und so viel zahlen die. Habe ich gesagt, nee. Da arbeite ich lieber, da verdiene ich mehr Geld und so. Man musste ihn zwingen, so mäßig, ne? Seine Biografie mal so quer gelesen. Ich finde ihn nur lustig, aber es gibt einen Satz, den er gesagt hat und das trifft auf diese heutigen, wie du gesagt hast, die Leute wollen nicht mehr die Kunst lernen, die wollen nur Fame werden. Er sagte ganz ehrlich, Schauspielerei, er sagte Film, zum Film, nicht Schauspielerei, er sagte Film, jeder Affe kann Film, weil die Szene wird so oft gedreht, bis sie sitzt. Theater ist was anderes. Ja, wobei, das setzt natürlich voraus, dass du es dann auch, egal wie oft du es drehst, einmal hinkriegst, ne? Ja, natürlich. Der Unterschied ist vor allem... Ich wollte dir kein Unrecht tun. Nein, aber... Vom Berlin Tag und Nacht wird keiner kommen, der deine... Es gibt einen ganz einfachen pragmatischen Unterschied. Ja. Der Unterschied ist ganz einfach der, auf Bühnen kannst du und sollst du dich verwandeln und im Film nur bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt... Wenn du ein klassisches Stück hast und du hast also ein Macbeth, das ist ja dann alles Kostüm, lalalala, wenn ich dir da jetzt einen Buckel anklebe und du hast einen Stock und du redest ein bisschen so, dann glaubt jeder in der dritten Reihe, dass du 90 Jahre alt bist mit dem richtigen Make-up. Ja. Im Film funktioniert das nicht. Und wenn, steht es in keinem Verhältnis, weil ich müsste dich 6 Stunden schminken, damit es irgendeiner glaubt, da kann ich gleich einen nehmen, der wirklich alt ist. Typecast. Das heißt, du bist im Film bis zu einem bestimmten Grad immer auch der du wirklich bist. Ja, man muss ja. Man verwandelt sich. In kleinen Schritten. Und wie soll man sagen, das Höchste der Gefühle ist, und da habe ich bis jetzt irres Glück gehabt, ist, dass man sich zumindest ein bisschen verwandeln darf. Viele dürfen das gar nicht, Bud Spencer. Ja. Er verwandelt sich gar nicht. Er macht das, was er macht, das macht er gut. Ja. So. Aber auch Al Pacino und so, man lässt das nicht mehr zu. Die haben halt eine Rolle gegeben, weißt du, was ich meine? So, Al Pacino hat schon seine Ausflüge gemacht. Nicht Al Pacino, nimm Robert De Niro. Weißt du, so mehr... De Niro, ja, komischerweise, das mochten die Leute nicht so. Der hat es schon alles gemacht, von Awakening bis hier und da. Ja, der hat ganz viel gemacht, aber die Leute, bei De Niro ist es halt so... Die wollten ihn nur so sehen, wie sie ihn kennen. Das war das Problem, weil der einfach... Weil er so aussieht, wie er aussieht. Ja, und weil er das einfach auch so geil kann. Und als er dann Cape 4 zum Beispiel gemacht hat damals, weiß noch, wo er dann hatte er lange rumprobiert und hat dann auch so alle möglichen Sachen gemacht, hier so Jackknife und Bronx Tale und Bronx Tale war super. All die Dinger, aber das war nie das, was die sehen wollten. Und dann kam Cape 4 und weißt du, er tätowiert, wie er die Dings macht und alle so, jetzt ist er wieder da, weißt du so? Das war so. Es ist so verrückt. Das gibt's halt. Es gibt dann halt bestimmte Rollen, für die du irgendwann weißt, mögen dich die Leute. Ja. Alles andere, dann kommst du mit. Weißt du, wie man das nennt? Na? Weißt du, wie Tarantino das nennt? Na? Mythosrollen. Ja. Der Mythos. Ich glaube, er sagt Mythos, ich habe auch Englisch nicht, wie er sagt. Er sagt nämlich, jeder Schauspieler, den er besetzt hat, darin hat er eine Mythosrolle oder, ich hoffe, ich labere keinen Scheiß, aber sowas gesehen und
der kann nur das super. Also nicht, also der ist dafür geboren. Er sagte immer, der Lucky Loser wäre zum Beispiel, Lucky Loser ist dieser, wie heißt der Kerl, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, boah, der hier, der Scientology ist und so, wie heißt der denn nochmal? Cruise? Nein, nicht Tom Cruise, der andere? Welche, gibt es noch einen anderen? Tarantino-Filme? Pulp Fiction, wer spielt da? Samuel Jackson und? John Travolta. John Travolta, natürlich. Er sagte, ich bin ja voll für... er sagte so, das ist Lucky Loser. Ja, das ist in allen Filmen, wenn er Lucky Loser spielt, dann spielt er geil, alles andere nicht so gut. Also er hat den Leuten immer so einen Dings gegeben. Mhm. Und da habe ich mir so gedacht, okay, manchmal ist es so eindimensional. Es gibt Leute, die können viel mehr natürlich, aber er hat recht, die meisten willst du immer in dieser Rolle sehen. Mhm. Ne? Und sobald sie brechen damit, zum Beispiel... Sagen wir mal so... Der Großteil. Ja. Es gibt, also meiner Erfahrung nach, ich habe die Erfahrung ja auch gemacht und bei mir weiß ich auch genau, wie diese Figur ist, ja. Wo der Großteil sagt, so sehen wir den gerne. Es gibt aber auch die Ausnahmen. Es gibt auch die, die mir gerne folgen, wenn ich mich auf Eis begebe, ich ganz anders zu Hause bin. So wie schauspielerisch als auch inhaltlich. Ne? Weil das ist ja nicht nur ein schauspielerisches Ding, sondern auch gleichzeitig ein inhaltliches Ding. Es, weißt du, weil De Niro wird den coolen Gangster, für den wir ihn alle liegen, oder den coolen Shih Tzu natürlich auch nicht in einer romantischen Komödie spielen, sondern aber in einem Thriller oder in... Hat er, oder? Reine Nervensache. Ja, reine Nervensache. Er hat eigentlich genau das gespielt, was er immer spielt, nur die anderen waren lustig. Weiß ich, genau. Das hat jemand einmal gut benutzt, aber du weißt, wie ich meine. Normalerweise, wenn du dich jetzt veränderst oder verwandelst als Schauspieler, dann gilt das auch für die Geschichte als solche. Ja. Und da ist es halt oft so, dass Leute sagen, so möchte ich ihn aber gar nicht sehen. Ja. Ich möchte den eigentlich viel lieber hier sehen. Das kenne ich selber. Zum Beispiel Tom Hanks zum Beispiel, habe ich immer lieber komisch gesehen als ernsthaft. Ja. Das ist so. Der Typ ist ein großartiger Schauspieler. Er macht das alles toll. Aber ich persönlich habe ihn immer komisch lieber gesehen. Warum ist das so? Weil man das in der ersten Rolle kennenlernt, weil man ihn so kennenlernt? Ich weiß es nicht, aber das hat wirklich viel mit persönlichem Geschmack auch, glaube ich, zu tun. Das ist auch aber das ist ja nicht das, was du sagst, das sehen ja die meisten so. Ja, weil es sowas gibt wie ein Mainstream-Geschmack, wo die meisten sich irgendwie dann, weißt du, so. Das heißt, ich habe mal darüber nachgedacht, ob das so ist, wenn man jemanden kennenlernt, das erste Mal mit der guten Rolle, zum Beispiel nimm Will Smith. Wir haben ihn alle kennengelernt bei Prince of Bel-Air. So, und was anderes, er spielt ja im Prinzip immer diesen Typen. Ne? Immer diesen. Und du meinst, wenn er von Anfang an ernsthaft gewesen wäre, dann wäre es vielleicht anders, ja. Ich weiß, kann sein. Wie gesagt, das ist nur eine Vermutung von mir. Kann sein. Ich glaube, es gibt halt immer irgend so einen Punkt, wo man dann sagt, so sehe ich den am liebsten. Was ist denn deine Mythosrolle? Meine Mythosrolle? Wo glaubst du, wollen die... Der Junge von der Straße, der nicht der Allerhellste ist, kein Intellektueller, der so ein bisschen, weißt du, ein bisschen schlicht ist, ein bisschen lauter, ein bisschen grober, aber ein gutes Herz hat. Das ist so meine Mythosrolle. Wie im neuen Film so ein bisschen. Ne? Ich darf nichts verraten. Bei Dunkle Seite? Ja, es geht. Das ist halt ein erwachsenerer Part. Jetzt werde ich ja zum Glück auch endlich ein bisschen erwachsen. Also jetzt darf ich ja endlich dann auch mal die Familienväter spielen. Ich freue mich drüber, endlich. Jetzt kommen ganz neue Rollen auf dich zu. Du sagst es. Jetzt kommen die eigentlichen Rollen auf mich zu. Jetzt spielst du nicht mehr die Türken, Kanaken auf der Straße, jetzt spielst du deren Väter und so weiter. Genau. Und deren Anwälte und so. Aber war das für dich ein... fuckt man sich darüber ab, wenn man gerade schauspielerisch so viel sich... Du sagst ja, die Ausbildung wertschätzt und all das. Und die Leute immer zu dir kommen und sagen, hier ist wieder ein Drehbuch, du sollst... Ali spielen. Nee. Erstmal bist du ja froh, dass du überhaupt was zu spielen bekommst. Ne? So geht's ja mal los. Und ich ich muss echt sagen, ich habe tierisches Glück gehabt. Ich bin nie in die Verlegenheit gekommen, mich über mein Rollenangebot vielleicht beschweren zu müssen, weil es einseitig gewesen wäre. Also ich habe immer großes Glück gehabt, dass Leute mir zugetraut haben und gesagt haben, nee, das kann der schon. Ich will dich, oder auch, was man Querbesetzen nennt. Ne? Also wenn du sagst, zum Beispiel Travolta, wenn Tarantino das sagt, ist das lustig, weil er natürlich weiß, dass er derjenige war, der das erfunden hat. Das war ja ein klassisches, was man Konträrbesetzen nennt. Ne? Ja, also jeder kennt gegen die, Travolta, als den netten Typen. Der war damals, war er ja noch hier, wie hieß der, 3 Männer und 1 Baby und natürlich die Tanzfilme. Der war der nette Schwiegersohn, alle mochten den gerne, ein ehemaliges Sexsymbol, ein bisschen aus dem Leim gegangen. Aber so, und dann besetzt er den als einen abgefahrenen Gangster, der selbst gedrehte Zigaretten raucht und mit seinem komplett komischen, auf Heroin-Gesicht Leute umbringt. So, das war einfach so, wo man gesagt hat, Dicker, das ist so, wie wenn du bei uns Karl Dall als einen Mafia-Paten besetzen würdest. Das sind übrigens Sachen, die in Deutschland nie einer macht, leider. Es wird viel zu wenig gemacht. Das ist viel zu wenig gemacht. Was man Querbesetzen nennt, ne? Weißt, und das können die Amis sehr, sehr gut. Bei uns macht man das gar nicht, leider. Der
mein absoluter Lieblingsquerbesetzer, abgesehen von Breaking Bad, der Typ hier von Malcolm mittendrin, natürlich fällt mir sein Name natürlich jetzt nicht ein wieder, die aber... Die Coen Brothers machen es auch sehr geil. Die Coen Brothers machen es, ja. Aber spiel mir das Lied vom Tod. Das Original, Sergio Leone. Sergio Leone, spiel mir das Lied vom Tod. Da ist der Bösewicht, wie heißt er nochmal, der mit den blauen Augen. Ach, wer ist nochmal der Böse bei Der hat auch eine Schauspielerfamilie, auch sein Nachname ist sehr bekannt, ich weiß es gerade nicht. Aber er hat ja, in dem Film hat Sergio ja bewusst damit gespielt, dass er ihn genommen hat. Er war ja immer der Good Guy. Er hat alles Mögliche gespielt, von Jesus bis, also nur gute, absolut gute Menschen. Und dann war er in diesem Film ja der... War ja sogar sadistisch, ganz, 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 ganz böse. Ja, so. Es gibt tolle Beispiele in der Filmgeschichte, wo das total gut gegangen ist. Ja. King of Comedy, De Niro und Jerry Lewis. Ganz Scorsese. Krass. Jerry Lewis ist mein ganz großer Favorite. Weißt du, und du denkst, und er tritt auf und du denkst, jetzt mach doch mal einen Witz und er sitzt die ganze Zeit. Ja, genau. Und du denkst, kannst du nicht ernst nehmen und sagst, jetzt mach er einen. Und er macht noch nicht mal so, er macht ja, gar genau, nichts. Ja, genau, er macht gar nichts. Guck ihn nur an, das ist super. Das kann manchmal, aber das macht man in Deutschland viel zu wenig. Das hat aber auch wiederum mit Schubladendenken zu tun. Ja, aber das macht den Leuten alles einfacher, Schubladen. Ja, es ist, alles. Weil auch, wir haben auch keinen Spaß an diesem, also das Comeback zum Beispiel. Ja. Ist ja auch ein uramerikanisches Prinzip. Das ist eng verwurzelt mit dem amerikanischen Traum. Das ist was einer der und Gründe ist, weswegen ich Amerika immer noch liebe. Weil man, das ist wie The Roast, weißt du? Wo man, The Roast, kennst du The Roast? Ja. Ja, das ist für mich eins der besten Beispiele, was der große Unterschied zwischen Deutschland und Amerika ist. Ja, ja. Weil selbst mit den gescheitersten Existenzen kannst geht man da immer noch so um. Ja, und die stehen trotzdem am Ende da und sagen, was wollt ihr denn? Ja, klar. Und das finde ich das Geile, dass man jedem die Chance gibt, nochmal wie Phönix aus der Asche, weißt du, hochzukommen. Wenn er hart genug arbeitet, aber wenn er sich nicht ernst nimmt, weißt du, was ich meine? Man darf halt nicht, das ist wie bei den Troll-Accounts bei Twitter und Facebook. Man darf sich nicht auf jede Scheiße einlassen. Man muss auch mal mitspielen. Man muss auch mal lachen können. Absolut. Ja. Aber weißt du, aber Amerika ist nicht nur das Land, was die Leute... Wenn du solche Witze hier machen würdest, wie bei Rose, überleg doch mal, was da passieren würde. Game over. Wenn bei uns irgendwie ein Ingo Appelt sagt, keine Ahnung, das Abschiedsgeschenk von Boris Becker an Pocher war das Kind... Und dann regt sich ganz Deutschland auf, weißt du, was ich meine? So? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Hast du nicht, der war ganz gut. Dann regen sich, Entschuldigung Olli, aber der Witz war gut, das muss man zugeben. Weißt du, was ich meine? So, dann regt sich ganz Deutschland auf und du denkst, mein Gott, das war doch ein guter Joke, ganz ehrlich, das war doch eine gute Punchline. Wo ist das Problem? Es ist Entertainment, ist Leute. Macht, ja. Das ist ja, aber es wird dann sofort, wie soll man sagen, das wird halt nie sympathisch aufgefasst, wobei man auch sagen muss, dass man auch sehr sympathisch sein muss, um sich bestimmte Witze erlauben zu können über Leute. Also das ist ja auch so ein Ding. Ja. Aber das ist, sowas würde ich mir zum Beispiel bei uns wünschen. Schau mal, Henry Fonda, natürlich, klar. Ich wusste jetzt nicht, Heston oder Fonda. Ich wusste auch nicht, ich ging jetzt gerade, ich konnte nicht. Stimmt, Fonda. Aber hier, das ist, mit dem bin ich aufgewachsen, Charles Bronson. Ja, natürlich. Kennst du seine Story, wie er zu Schauspieler wurde und wie er das alles gekommen ist? Nee, ich weiß nicht, er halt Indianer ist und irgendwas so. Sehr hart arbeitender Mensch und hat einmal gesagt, also ich fand ihn immer sehr sympathisch. Ich weiß, dass er noch nie in eine Autostür eingestiegen ist. Ich habe ihn sehr geliebt als Kind, aber als ich dann mal seine, jetzt im späteren... So Bio-Wing gelesen, aber ist sehr verstört. Er sagte einmal so Sachen wie, man braucht keine Freunde, ich habe meine Kinder. So Sachen. Er war ein totaler Hardliner. Aber auch ein Beweis dafür, wenn du ein geiles Gesicht hast, musst du nicht acten können. bei bestimmten Sachen. Ne? Das ist eben immer das Ding. Liegt nimm mal Arnold Schwarzenegger. So, ein Repertoire zu haben und zu sagen, ne? Oder du sagst, nee, das ist mein Ding und das mache ich. Und das finde ich, das ist... auch nicht weniger schwer oder besser oder schlechter, sondern es ist einfach eine andere Art, damit umzugehen. So, sag ne? mal, in diesem Film, wo so halb italienisch und halb deutsch war, wo, den du mitgespielt hast, der dann später synchronisiert wurde. Von Fatih Solino, meinst du? Solino, genau. So. Ich habe mir den extra nochmal angeguckt wegen dir, damit ich, weil ich wollte mal, dich mal was fragen, jetzt wo ich dich hier habe. Und zwar eine Sache... Was mit Synchronisation? Schau mal, wir sind in Deutschland wachsen wir ja auf mit synchronisierten Filmen. Ne? Leider, genau. Wir lernen halt schlechter Englisch, finde ich. Also in Holland, mein Cousin, der ist in Holland aufgewachsen. Genau, der hat schon mit 16 fließend Englisch gesprochen, genau. Weil er halt, ne? Und ich finde, also einerseits finde ich cool, wenn ich es vergleiche, Al Pacinos Stimme oder auch,
Oder auch Charles Rettinghaus, kennst du ihn, dieser Synchronspieler, der auch Van Damme und so gespielt hat. But if you hear him with his real voice, do you ever get to hear Al Pacino with his real voice? Yeah. Like when he speaks like that? Yeah. He says, what are you talking about? Das kannst du, das ist... Das ist es, ich muss sagen, es ist so schade, dass man das macht. Einerseits einfach, ja, aber ich wollte nur sagen, ein paar Stimmen finde ich so geil im Deutsch mittlerweile. Aber weißt du, was krass ist? Ich komme jetzt gerade zu Solino. Guck mal, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Als Kind habe ich nie gemerkt, dass er ein Schauspieler ist, weil er so geil gedubbt wurde. Er ist so geil in Deutschland gedubbt und der Sound war so geil. Er hat ja richtig wie ein Mensch geredet. Kann ich hier eine ganze Reihe runterbeten. Ja, wenn du dir das Amerikanische reinziehst, dann denkst du dir, bis heute denke ich, wie hat der das geschafft? Einige profitieren massiv davon und andere leiden darunter. Ja, natürlich. Das ist ganz einfach. Die Großen leiden darunter und die Medium-Schauspieler, für die ist das toll. Keanu Reeves kann froh sein, dass er seine schöne Stimme hat. Keanu Reeves ist auch so ein Typ. Es gibt viele solche. Was ich sagen wollte, weißt du, was ich super krass finde? Wenn du da in dieser Rolle bei Solino mit dem Vater sprichst, ne? Er wurde ja gedubbt, ne? Man merkt sofort, wenn einer gedubbt wird, weil er gleich so, ich sage immer so amerikanisch klingt, weil wir natürlich nur die Ami-Filme gedubbt haben. Aber weißt du, wie ich das meine? Ja, es ist eine ganz bestimmte Technik. Was ist das? Warum ist das so viel geiler und so? Weißt du, wie ich das meine? So? Also ich würde sagen, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, ja. Aber es ist einmal so, dass das natürlich eine ganz, ganz lange Tradition hat. B ist es so, dass das zu 90%, glaube ich, immer noch, kann man sagen, ausgebildete Stimmen sind. Warum sind die Stimmen ausgebildet? Ja, weil das Schauspieler sind im Allgemeinen, die das machen. Und natürlich, wenn du nur deine Stimme zur Verfügung hast, du bist ja auch ein Künstler, auch als Sprecher bist du das. Ja. Und du hast natürlich eine Motivation, das so gut zu machen, wie es irgendwie geht. Und deswegen legst du natürlich alles, was du hast, in diese Stimme. Und dann kommt hinzu, dass du Regeln befolgen musst. Ja, und beim Atmen richtig in die Lippen zugehen, müssen die zugehen. Wenn du einen Anatmer siehst, musst du den Anatmer spielen. Das heißt, du bist ja in diesem Korsett. Und gleichzeitig, wenn man die Wahl zwischen einer hässlichen und einer schönen Stimme hat, nimmt man die schöne. Naja, klar. Das heißt, du hast immer... Und man nimmt keine echte Stimme, ne? Weil das ist ja eine Stimme, die ist... ein bestimmter Style. Genau. Ich nenne das immer einen bestimmten Style. Es ist so. Ich habe die Erfahrung zum ersten Mal gemacht, wo ich halt Filme im Ausland gemacht habe und mich selber synchronisieren musste. Und logischerweise meine amerikanischen oder englischen Kollegen oder was auch immer, italienischen, wurden dann von deutschen Sprechern vertont und ich quasi von mir selber. Und dann habe ich die ersten Sachen, die ich gemacht habe, höre mir das an und denke mir, scheiße, das Abgefahrene ist, wenn du die sprechen hörst und du daneben stehst, dann würdest du immer denken, boah, knatterte, was ist das, hört sich voll unecht an. Wenn du jetzt pass auf, jetzt stehe ich da und sage, gut, so mache ich das nicht. Jetzt mache ich das und mache es so, wie ich mache. Ja. Jetzt sehe ich den fertigen Film und sage, fuck, weißt du, was passiert? Nicht... Du denkst, ah, guck mal, Moritz ist der Einzige, der das natürlich macht. Nein, du denkst, Moritz ist der Einzige, der es nicht kann, weil alle anderen so sprechen. Das heißt, dieses Bild ist bei uns so drin, das ist so in unserem Gehör, dass wir gar nicht mehr merken, wie artifiziell Synchro überhaupt ist. Ganz genau das wollte ich sagen. Artificial ist das richtige Wort dafür. Das ist das Problem. Weil wir haben uns so krass dran gewöhnt, wie zum Beispiel auch Bruce Willis, wie der manchmal in so viel... hör zu, Schweinebacke, das, bla bla. Aber der redet... Der Mund ist noch zu fein. Ja, das ist ja sowieso. Aber der redet gar nicht so. Weißt du, ich finde das schade. Und was ich total schade finde, ist, dass die Sachen ausbügeln. Zum Beispiel Akzente in ganz vielen Lieblingsserien von mir. Keine Ahnung, diese ganzen modernen Sachen. Da werden so, wenn einer russischen Akzent hat oder du merkst einer, der eine Gangsterboss ist Albaner oder Türke oder keine Ahnung, du merkst im Englischen seinen Akzent, du könntest sofort raushören, wo er kommt, ist im Deutschen nicht mehr drin, also die Übersetzer nehmen nicht immer die Akzente mit, es ist total schade. Aber es ist halt ein Überbleibsel, das wirst du in Deutschland, glaube ich, ganz schwer wegkriegen. Die Leute sind in Deutschland auch Weltmeister, ne? Also ich glaube, die Dubs sind die Besten. Absolut, die sind die Besten der Welt, ja. Also es ist ein zweifelhaftes Ding so. Italiener auch nicht schlecht, also wenn du es vergleichst. Okay. Nee, es gibt ja ganz andere Länder, weißt du, wie Polen oder Russland früher noch, wo nur einer alles spricht. So. Ich war mal in Moskau mit ihm Juli auf dem Festival. Ganz, ganz, es war, weiß nicht wann das war, kurz nach 2000 oder so waren wir auf diesem Festival in Moskau. Ja. Und da saß ein Typ auf der Bühne im Kino, ein Typ auf der Bühne mit einem Stuhl, hatte ein Mikrofon. Und dann habe ich so eine Szene, wo ich so aufwache morgens und Christiane Paul, die Juli spielt, ist weg. Und ich stehe so auf und schreie so in die Sonne, was ist Juli? Und der Typ so, Juli. Und ich so, Juli! Der macht dann einen trockenen Übersetzer. So. Das war wie so, und alle sitzen dann wie so, wozu machst du Tonmischung? 3,5 Monate, alles für den Arsch, weißt du? Krass. Aber das ist ja wirklich so. Weil natürlich auch die Sync Einfluss nimmt auf die Tonmischung im Allgemeinen. Weil das ist ja ganz anders eingebettet. Das ist eine extra Spur, die du drüber legst. Die, ne? Wir schicken die das jetzt technisch gesehen, schicken den Film mit vielen Spuren und dann mit der Atmospur, mit der Dingspur. Und dann hast du einen Synchronregisseur, der schreibt das. Das heißt, der kann ja noch nicht mal genau übersetzen. Weil er kann ja nicht Sinn übersetzen, sondern er muss ja
Ja, du musst ja gucken, natürlich, dass es auf deine Lippen passt. Deswegen sagen die auch immer, zum Beispiel in Amerika ist voll oft so, dass der krasse Schimpfwörter sagt, zum Beispiel, you motherfucker, oder noch krasser, und dann sagt in Deutschland immer, du Armleuchter. Und ich so, was ist das, Bruder? Das ist so gar nicht echt so, einfach gar nicht ja, echt. Ja, oder hier gerade im Rap-Bereich, guck dir mal Man is the Society auf ja. Deutsch an. Ich meine, das kannst deswegen, du vergessen. Deswegen, weißt du, was die Universal gemacht hat? Bei NWA haben die sich Haft und seinen Partner Erfan dazugeholt. Die haben das synchronisiert? Nein, die haben geholfen, glaube ich, bei der sinnbildlichen Sachen, also damit die das mal rallen. So. Ich finde das ganz gut. Aber weißt du was? Und es hat funktioniert? Es hat gut funktioniert. Hast du ihn gesehen? Noch nicht gesehen. Also ich habe ihn nur auf Englisch gesehen, aber... Trailer auf Deutsch. Hm. Und bei dem Trailer gibt es ein paar so Stellen, wo das schief gehen hätte können. Wenn das also wenn ich Kulturminister wäre, dann weißt du, würde ich alles dafür tun, dass es das nicht mehr gibt. Das ist zwar gemein, also weil, ja, ich finde schon, ich finde, was heißt vielleicht, ja gut, langsam auslaufen lassen oder so, ich weiß es nicht. Ich finde es persönlich sehr schade, weil ich sehe das genauso wie du. Man könnte doch, technisch könnte man das beides machen. Du kannst im Fernseher, du kannst einfach umschalten. Also am Mann, ganz ehrlich. Und bei Netflix geht's Netflix ja, weißt du? Netflix geht. Und das wird zum Glück die Zukunft auch bringen. Hoffentlich, ja. Und ich gucke, Mann, ich bin jetzt auch nicht voll Englisch-Freak. Manchmal gucke ich, switche ich nochmal um auf Deutsch, weil ich etwas nicht gerallt habe. So. Und ich habe Narcos geguckt, diese Netflix-Serie, hast du geguckt? Habe ich geguckt, ja. Da fand ich auch sehr anstrengend, dass ich das immer, also zum Glück verstehe ich ein bisschen Spanisch. Ja. Ich hab ein bisschen Spanisch drauf, aber trotzdem, ich war super anstrengend so. Das hat mir auch ein bisschen Spaß genommen dabei beim Lesen, ey. Mhm. War ein bisschen ekelhaft. Aber ich fand es gut, aber dass sie es gemacht haben. Dass ja, weil es ist echter. Es, ja. Ja, dass sie sich getraut haben. Und das ist wieder, weil es Netflix ist. Ne? Ja. Weil wir haben ein neues Game. Ne? Die haben Money, die können sich das trauen. Und das finde ich gut. Ja. Also so wie bei GZ. Die könnten sich so vieles trauen, weil die das Money haben. Aber machen nicht, trauen sich nicht. Nee, wobei jetzt ist es tatsächlich so, dass natürlich über diese Zahlen und über alles, was da gerade passiert, so eine Panik ausbricht bei den ganzen, nicht nur bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei allen Fernsehsendern. Ja. Weil die einfach sehen, uns schwimmen die Fälle weg. So, das ist... Ja. Und kommst da nicht mehr hinterher. Und viele großartige Formate, die in der letzten Zeit auch im deutschen Fernsehen entstanden sind, sind nicht entstanden, weil man sagt, oh, jetzt sind die auf einmal ganz mutig geworden oder so, sondern Digga, das ist die pure Panik. Das ist die pure Panik. Die merken einfach so, ey, wir müssen jetzt irgendwas machen. So. Und deswegen machen, das ist ja auch wieder, ne, muss man halt, ich sehe das als was Positives. Also so ein Format wie Schuld zum Beispiel, das ist diese Anwaltsserie, die ich gemacht habe. Ja, genau. Da war auch wir jetzt nochmal sechs. Ne? Nee, das war jetzt im ZDF, aber vorweg im Netz, genau, ne? Ganz konntest du Binge gucken. Und da machen wir jetzt nochmal sechs Folgen nächstes Jahr. Das wäre so auch vor 10 Jahren gar nicht möglich gewesen. Da hätten die Leute gesagt, viel zu abgründig, viel zu politisch unkorrekt, viel zu alle. Ja, das ist für mich so ein bisschen der Anfang, dass man in Deutschland jetzt langsam so geile Dinger macht. Blochin, Jürgen Vogel, hast du gesehen? Das guckt euch Blochin an, liebe Kinder, doch, Mediathek. Ich kenne von Jürgen fast auch alles, weil es sehr gut kommt aus Essen. Ja. Oder zumindest Schauspielschule hat er in Essen gemacht. Ich weiß gar nicht, ist er Essener eigentlich? Hamburger, Digga. Na, aber hat er nicht Schauspielschule in Essen gemacht? Ich glaube schon. Ich habe gar keine Schauspielschule gemacht. Also ein Tag, glaube ich. Oder so. Jürgen Vogel? Was habe ich denn am Tag, verschoben im Kopf? Okay, keine Ahnung. Aber er ist eigentlich ein Hamburger. Die meisten tun ihn nach Berlin. Und denken, okay, Berlin, ja, dann habe ich ihn... Guck mal, wie ich wollte ihn zu uns nehmen. Die nehmen ihn zu Berlin. Hier, nicht weit von hier. Ghetto. Krass. Jürgen, nee, dann habe ich... Hamburger Ghetto, Junge. Habe ich eine falsche Info im Kopf. Noch eine Sache, bevor wir zum Ende kommen langsam. Ich muss dich auch mal gehen lassen. Ich will jetzt keine blöden Frage stellen, so von wegen, was ist dein Lieblingsdeutscher Film so oder was ist dein Lieblingsfilm, den du gespielt hast. Aber ich stelle eine andere Frage, beziehungsweise was mich interessieren würde. Einer meiner absolut Lieblingsdeutschen Filme ist Leben am Draht. Bitte sag, dass du den auch kennst. Ja, ich kenne ihn und ich mag ihn auch gerne. Geil, oder? Sehr schöner Film. Leben am Draht. Als ich den gesehen habe, ich habe den natürlich viel, viel, viel später gesehen, nachdem ich Matrix und so gesehen hatte. Mhm. Wurde mir klar, Alter. Es gibt aber viele so Perlen. Das Problem am deutschen Kino ist, man muss sich damit leider Gottes befassen. Das ist ähnlich, da sind wir wieder bei der Elite. Ja. Das ist diese Scheiße. Leider. Es ist halt nicht so greifbar, weißt du, dass du sagen kannst, oh, hier ist ein Topf, da greife ich rein, was Geiles hole ich raus. Ja. Das ist nicht so einfach. Du musst wirklich wissen, wer sind diese Regisseure, wer sind diese, weißt du. Fassbender kennt man natürlich. Es gibt wirklich geile Sachen und zwar auch aus allen Zeiten. Aber auch jetzt gibt es gab immer wieder geile Filme, auch letztes Jahr gab es super Filme, die so auch viel zu wenig Leute mitbekommen haben. Stereo war einer davon, den ich mit Jürgen gemacht habe. Ja. Zeit der Kannibalen war einer davon letztes Jahr vom Johannes Naber. Also es gibt immer wieder so kleine Perlen. Das Problem ist nur, dass das oft Filme sind, die halt nicht das Marketingbudget haben, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Das ist ja das Schlimme, weil du wirst ja heute noch nicht mal mehr wahrgenommen. Und das geht ja bei den Leinwänden so schnell, wenn du an den ersten 2 Tagen, wenn das nicht knallt auf der Leinwand, dann ist der Film weg. Ja, man ist weg. Aber da gibt es auch die Chance, dass man auf DVD zum Beispiel, nimm Ridley Scott, einer deiner ersten Filme,
weiß man ja, Blade Runner, Flop, Box Office Flop, jahrelang Flop, später aber dann auf DVD und so, dann kam er wieder, Futurama war genauso, Family Guy und American Dad oder Family Guy, einer von denen war auch so, erst am Fernsehen war es Flop, dann DVD, online. Ich habe auch dann die Leute Filme sind, gemacht. Ja, weißt du, also, wie bei ne, Lamborg war das so, ja, Chico war das genau. So. Das sind so Filme, Rainer, die ziehen. Also die genannt, ziehen. Es gibt, die ja, haben ja. Dann so ein Nachleben. Ja, ja, die genau. Sind dann vielleicht nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist ja auch ganz wichtig, so genau wie in der Musik. Du musst halt zur richtigen Zeit ja, am ist, richtigen das Ort halt sein. So einfach, das ist halt nicht ne? So einfach. Ne? Aber gerade Marketing, es gibt in Amerika zum Beispiel, gibt es ein Movement, sage ich dazu, dass tatsächlich, es gibt Filme, die werden so geil vermarktet, aber die sind, da ist nichts dahinter und der Film ist dann auch nichts. Ein Beispiel, das mir im Kopf geblieben ist, von J.J. Abrahams, der Meister von Marketing und nichts dahinter. Obwohl, er ist so gut, so will ich ihn nicht runtermachen. Der ist schon, hat auch geile Sachen gemacht. Aber der hat einen Film gemacht, Cloverfield. Ja. Der hat ein Internet-Marketing gemacht, das sucht seinesgleichen, aber der Film ist halt wirklich inhaltsleer. Ne? Ja, aber weißt du, was der Film gekostet hat? Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Ne? 35 Millionen, glaube ich. Ja, was nichts ist. Nichts ist. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist nichts für ihn. Also 30 Millionen ist, habe ich gelesen. Sehr lohnenswertes Geschäft. Ja, klar. 30 Millionen ist ja Brad Pitts Gage so. Und jetzt sage ich dir einen anderen ein Lieblingsfilm von mir. Ja, so, habe ich mal gelesen. Ein bisschen was drauf. Aber ich sag dir, ne, ein absoluter... Boah, wobei, kommt drauf an. Bei Pitt ist das auch so, der macht ja auch... Wollte ich jetzt gerade sagen. Ich sag dir jetzt einen Independent-Film von ihm, den ich gesehen habe, den ich wirklich liebe. Und ich wünschte mir, dass du sagst, du kennst ihn auch. The Assassin of... Boah, mein Gott, krasser Film. Schauspiel-Lehrstunde. Und zwar alle, wie sie da sind. Alle, wie sie da sind. Auch danke, tolle, dass du das sagst. Tolles, ich liebe dich jetzt noch Ensemble viel mehr. Film. Ganz, ganz großartig. Aber das ist auch das Tolle an Brad. Brad macht immer auch... Ja. Der hat immer, und da hat er auch auf die Gage gemacht. Verzichtet und als Producer musst eingestiegen, weil es geht ja nicht anders. Ja. Geht ja gar nicht anders. Ist ja bei mir auch so. Wenn ich zu dir komme, du musst schon zwei Sampling hinlegen. Zwei Sampling mindestens. Sonst komme ich nicht dicker. Aber der Film hat mich... Ich habe ihn so oft geguckt, der hat mich so beeindruckt, weil die Musik hat gestimmt. Alles. Der Typ hat mit alten Kameras gedreht, extra und so. Und weißt du, ein Film, der im Titel alles verrät, die Hauptdarsteller und was passieren wird und trotzdem so extrem spannend ist, sucht seinesgleichen. Absolut. Gib mir zum Abschluss noch einen absoluten Freak-Film-Tipp, wo du sagst, den kennt man nicht, den kennst du nicht, aber du wirst sagen nachher, geil. Dann gebe ich dir jetzt, in der letzten Zeit gab es nicht so richtig. Muss nicht aber, jetzt aktuell. Also nein, aber ich will natürlich Beispiel, aggressiv was machen, also, was vielleicht wirklich keiner kennt. Deswegen nehme ich jetzt mal gar nichts Amerikanisches, sondern ich nehme mal was Europäisches. Also ich liebe ja auch Dänemark-Movies alle. Pusher 1, 2, 3 und so. Ja, aber ich versuche jetzt mal einen rauszuhauen, den du noch nicht mal kennst. Ja, deswegen mache ich noch nicht mal Pusher. Bullhead? Messhauptdarsteller? Ein Belgier. Und der heißt... siehst du, ich weiß noch nicht mal, wie der Bullhead, heißt. Okay, nein, dann kenne ich nicht. Okay, gut. Bullhead ist ein belgischer Film. Also Bull wie B. Wie der Stierkopf. Okay, Bullhead. Okay. Okay, gut. Merke ich mir, gut. Bullhead. Ich würde dir auch gerne eingeben, aber du bist halt so ein wirklicher Freak, du weißt auch alle Filme, ne? Also das wäre auch peinlich, wenn ich nicht da bewandert wäre. Ja, bewandert schon, aber... Doch, aber ich bin da schon sehr... Also kennst du vom Spectre-Actor... Vom Spectre-Actor. Wie heißt der nochmal? Hier. Der Schauspieler, der Spectre spielt. 007, der neue James Bond. Craig. Kennst du Layer Cake von ihm? Geil, oder? Auch so eine Perle. Das ist so ein Gangster-Movie, den nicht jeder kennt. So. Irgendwie nee, das war ja sein großer Buzz eigentlich. Ich kenne ja aber Daniel komisch, von aber früher sehr, sehr gut, weil Daniel war ja mal mit Heike Makatsch. Ich weiß. Als wir Liebe deine Nächste mit dem Detlef Book gedreht haben, war Daniel eigentlich quasi jeden Tag am Set und hat ja damals noch Obsession auch in Berlin gedreht und so. Und eigentlich ganz viele aus der Schauspieler, so, ne, wie auch immer, Szene in Berlin, kennen Daniel daher sehr, sehr gut. Ne? Ich weiß, Heike Makatsch, lass mich mal noch mal kurz zusammenfassen. Viva Moderatorin, ne? Damals hat sie angefangen. Genau, ja, ich erinnere mich. Dann hat sie Schauspiel gemacht, dann war sie mit dem Sam und hat das sehr, sehr toll hinbekommen mit der Transition zur Schauspielerin. Ja, und auch gut. Also nicht jeder sehr hat gut. Das so gut gemacht. Ne? Sehr also gut. Es gab ja ein paar, die Transition versucht haben. Hat nicht so. Ist halt was anderes. Ist halt was anderes. Ja, das ist halt dieses wirklich, dieses Ernstnehmen, eine Rolle ernst nehmen, ne? Eine Rolle ernst nehmen. Ja, man muss, wie gesagt, das ist halt, ich will da auch immer, ich komme dann selbst auf die Gefahr hin, immer so ein bisschen altbacken zu klingen, aber. Ach ja, bei mir im Format kannst du das machen, das ist alles cool. Ich denke schon, dass das wichtig ist, weißt du, dass man so, guck mal, wenn ich jetzt was anderes machen würde in meinem Leben, egal was, also ich meine, Knowledge is King, weißt du, das weißt du selber. Und irgendwann ist der Punkt, wo es einfach wichtig ist, dass du irgendwas über Sachen weißt. Und das kann nicht schaden. Und wenn ich, egal was ich im Leben mache, versuche ich ja irgendwie der Beste zu sein, der ich sein kann.
Und deswegen ist es doch klar, dass ich mich da mal hinsetze und mal Shakespeare lese und mal gucken, wer ist überhaupt dieser Goethe und weißt du, was ich meine? So, wer sind denn diese Franzosen? Yeah. Wer sind denn diese Italiener? Oh, was ist denn Film Noir? Was bedeutet das? Yeah. Weißt du, was ich meine? So, also das ist ja schon gut. Ah, hast du also verstanden, was ich gemacht habe? Ja, das sollte drin sein, weißt du so. Finde ich dann schon, weil... Ja. Weiß nicht, das wäre immer mein persönlicher Anspruch, egal was ich mache. Weißt du, wenn ich ein Koch werden will, dann will ich ja auch irgendwie verdammt nochmal alles wissen und wissen, wie dieses blöde Gewürz heißt aus dem Stegreif. Ist doch schade, wenn ich das nicht weiß. Ich würde mich auch unter Umständen vor einem anderen Koch blamieren, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Alleine deswegen schon. Musst du da hast du Safran eigentlich da? Safran habe ich jetzt gerade nicht da. Den sollte man aber kaufen, weil wenn man ihn zu lange lagert, dann ist der eh hin. Gut, ich hätte zu gerne noch mit dir voll lange über Serien aber geredet. Aber ich kann persischen Reis machen, Dicker. Persischen Reis machen. Natürlich diesen, nein, du weißt, diese geile mit Tabs und den dann umkippst und mit der angebrannten Kruste, weißt du? Siehst du, du kennst beste den. Beste Reis auf der Welt. Aufwendig, aber geil. Ich war mal bei einer Kochshow. Dann habe ich den Reis so gemacht. Ja. Dann hat der Jury-Typ gesagt, ist angebrannt. Ah, ja, wirklich. Du hast keine Ahnung. Er meinte, er ist nicht gut geworden. So. Ich so, ach, okay, ich hab extra das Gerät mitgebracht. Ja, klar. Den Kocher. Also, wir haben wirklich lange geredet. Es war wirklich cool, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Ich lasse das Serienthema, obwohl das ein geiles Thema ist, für das nächste Mal, weil alle sind Serienfreaks, alle wollen wissen, welche Serien guckt Moritz und was wird es demnächst geben. Aber wenn du kurz Zeit hast, machen wir noch Fanfragen. Ich habe noch eine Menge Fragen für dich. Von den Fans. Okay, dann bis gleich, Leute. Freunde, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ein bisschen zu quasseln hier mit Moritz Bleibt Treu. Das war der zweite Teil, falls du den ersten Teil verpasst hast, schalt auf jeden Fall ein. Freunde, ich kann euch nur sagen, schaut euch ein paar Filme an, über die wir gesprochen haben. Ich werde mir diesen Tipp von ihm reinziehen. Was hat er gesagt? Bullhead, ja, habe ich schon rausgesucht bei Wiki, aber werde ich mir jetzt reinziehen. Schaut mal in die Filme rein, die ich gesagt habe oder auch die Perlen, die Moritz genannt hat. Da würde mich echt interessieren, ob ihr kennt, ob ihr mögt, ob ihr so Filmfreak seid. Das Leben am Draht. Ansonsten können wir in die Kommentare weiterschreiben. Also wenn ihr Ideen habt, ich schreibe auch gerne, ich lese alles. Ihr wisst, die dunkle Seite, ja, heißt das wirklich so? Die dunkle Seite des Mondes heißt der neue Streifen von Moritz. Da könnt ihr auf der Facebook-Seite, von denen kann ich auch mal verlinken, mehr Infos finden, Trailer und so weiter. Ich bin gespannt, was Moritz bringt. Und Freunde, der Hinweis, ein Mini-Mini-Hinweis an der Stelle. Ich habe mit Moritz noch ein Video gemacht. Ja, ich habe ihn noch nicht gehen lassen, ihr habt es ja am Ende gehört. Fanfragen. Ich habe eure Fragen mal Moritz gestellt, ja? Ihr wisst schon, alle eure Lieblingsfragen. Wann kommt Lambok 2? Wann kommt Chico 2? Wird es ein Film wie Chico geben? Und so weiter. Das habe ich Ihnen alles bei der Fanfragen-Edition gestellt. Die kommt auch in den nächsten paar Tagen hier auf Roosevelt. Abonnier meinen Kanal, verpasst es nicht. Like das Video, wenn du sagst, ja, da ist der Mülleimer, wenn ihr seht. Aber normalerweise ist hier auch der Like-Button. Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich sage ja zu Deutschem Wasser. Und die nächsten Tage sehen wir uns wieder. Ich bin raus. Gangzeichen so, um cool zu sein. Oder doch, Gangzeichen.